So Leute, ist wieder soweit. Ich bin auf Sendung, obwohl ich das eigentlich gar nicht vorhat, aber ich habe euch ein Fahrvideo gedreht. Ja, und dann kann ich am Wochenende hier zu den anderen Modellbahn-Nerds fahren und mich mit denen amüsieren. Jagd des Filmrasen verdient immer noch die dicke Kohle. Ja, gut, erstmal Prost. Ihr hört mich jetzt hier auch nur labern, weil ich noch Rückmeldung vom letzten Video habe. Also das Drehgestell, der Rocco und die 65er. Ja, da habt ihr recht, das ist kein Vergleich, der gut wäre. Hätte ich schon andere Loks auspacken müssen. Die 74er hat auch starre Achsen, drei Stück hintereinander. Und die schafft das ganz ordentlich da hoch. Na, ich habe noch ein paar Loks, ich habe es jetzt in dem Kopf. Bis jetzt haben so versagt nur die 78er von Märklin und hier die jetzt. Und dann hatten wir noch von Hava oder Esu mit einem Haftreifen. Ein Haftreifen geht natürlich auch nicht. Ja, das also da, ich bin nicht voll bei euch. Das hätte man anders regeln können mit dem Vergleich. Man sitzt halt auch vor der Kamera und manchmal ist hier nicht das hellste Licht, ist doch klar. So, eBay, das wird auch viel angesprochen. Und ja, ich sag's mal, am Ende bei den vier Wagen, wo der Barwagen gefehlt hat und ein anderer drin ist, ich kann da jetzt ein Fass aufmachen. Ich habe den angeschrieben, da soll man 50 Euro schicken. Ich sage, es vergessen, das hat er nicht gemacht, okay. Dann ist es so. Manchmal habe ich auch bei eBay Schnäppchen gemacht, da habe ich mir einen gegrinst. Diesmal grinse ich nicht. Aber deswegen jetzt zur Polizei laufen, Anzeige machen, nee, mache ich nicht, Leute. Tut mir leid, das ist mir zu viel Arbeit, weil für mich ist es im Endeffekt ein Streitwert von 50 Euro. Ich behalte die Wagen ja. Ich hätte sie ja zurückschicken können. Ich hätte sie für 300 bestellen müssen. Ich habe sie für 2. Da wäre der Barwagen dabei. Und wenn ich zurückschicke, kriege ich mein Geld wieder. Na, ich bin da vorsichtig. Ich habe mal kurz, hat er sich mal gemeldet, aber das war ein abgehacktes Deutsch. Und die Adresse, glaube ich auch nicht, dass sie stimmt. Und damit hat sich das für mich. Ich mache da nicht weiter. Wenn jetzt gar nichts gekommen wäre, wäre was anderes gewesen. Aber so sehe ich hier einen Startwert von 50 Euro und da mache ich einfach nichts. Das ist typisch beruhen. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und wie gesagt, schnell abhaken und nicht aufregen. So, dann der Frank, ein General, der hat angerufen. Und mir nicht angerufen, der hat mir WhatsApp geschickt. Er hat Weichen bestellt bei unserem Lieblingsverein, der SMDV. Das ist geil, ja. Wir haben null Verpackungsmaterial, aber eine riesen Kiste und da waren dann die Weichen drin. Sie sind da schön gewürfelt worden drin. Ja, sie funktionieren aber auch alle. Das kann man besser verpacken, das sehe ich auch so. Aber ob ich jetzt für Weichen oder auch für Waggons unbedingt Füllmaterial brauche, ja, wenn der Karton eng genug ist und die Wagen vielleicht ein bisschen hin und her gehen, die sind ja gut eingepackt. Bei Loks sehe ich das schon ein bisschen anders. Bei Loks können sie sich Mühe geben. Ja. Aber das ist ärgerlich. Ja, dann wollte ich euch noch sagen, das Video kommt Montag wahrscheinlich raus. Es ist SMDV, nichts SMDV, es ist Black Friday. Das heißt, jetzt die ganze Woche müsst ihr mal bei Modellbahn Union, SMDV und auch bei Hertelt reingucken. So die großen Anbieter, die machen jetzt echt Schnäppchen. Es geht eigentlich schon, die fangen auch immer früher an damit. Aber richtige Schnäppchen. Ich habe jetzt von Märklin eine Dampflok mir geholt, kostet sonst 401, neu von Märklin. Klar, 10% ab, bist du bei 360. Aber ich habe sie für 280 geschossen. Dankeschön, das ist ein Schnäppchen, nehme ich mit. Na, und dann kommen jetzt auch die ganzen Bestellungen von uns rein. Und wenn ich sage, ich kaufe nichts mehr, das Black Friday ist eine extra Geschichte. Ich habe so einen Sparschwein, wo ich mein Kleingeld reinschmeiße. Und das schlachte ich dann immer bei Black Friday. Und dann, da sind immer so ein paar hundert Euro drin. Und die nehme ich dann mir, um dafür was für meine Eisenbahn zu kaufen. Na, und alles, was wir jetzt so reinbekommen, ist alles schon bezahlt und haben wir schon im Frühjahr oder im Sommer bestellt.
Und da kommt jetzt höchst einiges kommen. Können wir auch mal schön Sachen vorstellen. Ja. Gut. Mach ich's? Ja. Ein bisschen stänken muss ich ja auch noch. Also es hört ja dann auf, dass irgendwelche YouTuber meinen, sie müssten mich im Netz schlecht machen. Sie erzählen dann von Maintal, alles über meinen Namen sagen sie nicht. Das ist schon sich. Wenn mir einer gegen das Bein gepisst hat, dann habe ich denn seinen Namen genannt. Ich hänge da nicht lang hinten dran. Ja, das trauen sie sich dann doch nicht. So, aber der Punkt ist, ich gehe auf so Leute gar nicht mehr ein jetzt mittlerweile. Das ist. Mir hat einer geschrieben, hey, was juckst die deutsche Eiche, wenn du eine kleine Sau sich dran kratzen tut? Nee, darum geht mir es eigentlich gar nicht. Dann schreibt der andere YouTuber zu dem, ja, ich verstehe es auch nicht. Hey, das sind nur Mods-Kanale, die kriegen die hohen Aufrufe. Ich filme meine Bahn. Ja, ich gucke mir den seinen Kanal an. Ja, er filmt seine Bahn und erzählt da dabei. Kamera steht hinten, Bahn guckt mir sich 10 Minuten an, dann ist aber immer noch dasselbe Bild. So wie hier jetzt, wenn ich erzähle. Aber ich denke ja gerade, das will man hören. So. Ja, ist langweilig. Der nächste baut seine Bäumchen und sagt, hey, es guckt auch kaum einer. Ja, weil, Entschuldigung, Bäume sind millionenfach gebaut worden. Gib ein, Bäume selber bauen. Du wirst erschlagen bei YouTube. Ich habe jetzt ein Video gemacht, ein Fahrvideo. Und dann muss ich sagen, für die 10 Minuten habe ich locker 4 Stunden gebraucht. Ganz locker. Ja. Und das ist dann der Unterschied. Deswegen mir vielleicht manchmal aufgerufen wird. Oder ich lasse mir was einfallen, wie meine Dullis. Oder ich lege mich mit der Firma an. Ja, Unterhaltung. Das ist das Geheimnis. Nicht nur stänkern, weil das tue ich nicht. Also. Aber die Firmen machen es mir leicht, dass ich immer wieder was finde. Schauen wir mal wieder, bestellt neu. Ne? Gut. Dann wollte ich mich nochmal beim Dieter bedanken, dass du mir die Nummern geschickt hast für die Loks. Weil er hat mir von ziemlich aktuelleren Dampfloks von Märklin, die 4 Haftreifen haben. Ich werde mir natürlich schon besorgen. Sage ich euch jetzt aber nicht, sonst bieten die auch alle drauf bei eBay. Aber da hätte ich Interesse dran. Gut. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Fahrvideo. Von ab gibt es erstmal, was für eine Katastrophe ich abgeliefert habe manchmal. Dass ich natürlich nicht gefilmt habe. Und dass es auch nicht immer ganz easy ist. Gut. Ich mache mich jetzt zu den anderen Mobile Merz nach Raststadt und hab viel Spaß. Ciao. Das muss ich mal kurz filmen. Ohne Scheiß, ne? Das ist jetzt mir hier im Fahrvideo passiert, das ich euch gleich zeige. Da habe ich vergessen, die Weiche zu stellen. Jetzt ist der natürlich hinten drauf gefahren. Aber wisst ihr, wie schwer es ist, dass eine Rocco-Kupplung mit einer Märklin-Kupplung zusammenbleiben? Also ich tausche die auch noch. Hier vorne habe ich noch die Rocco-Kupplung drin. Ich krieg die nicht aus der Märklin-Kupplung raus. Hey, aber wenn es halten soll, vergiss es einfach. Modelleisenbahn ist manchmal so ein undankbares Hobby. Naja, ich probiere es weiter auseinander zu fummeln.
Sonne überhaupt.